Wir gehen weiter. Weiter, ja, ich denke. Meine Güte, habe ich gerade Adrenalinstoß bekommen, weil der Helikopter in unsere Richtung geflogen ist. Könnten das noch andere Einheiten sein als UN? Amerikaner. Es gibt ja noch die molatische Armee und die afrenianische. Aber eigentlich nicht im nördlichen Teil der Insel. Weil die nämlich gerade ja zu unserem Zielpunkt unterwegs waren, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, nee, die sind ja hoch auf den Hügel. Wir wollen zur Grenze links. Hin. Also. Kurzer Rast. Sag mal, diesen hast du zufällig im Fernglas? Nein. Ja, ah, habe ich auch nicht. Ich habe aber noch einen Rucksack. Achtung, Helikopter kommt. Helikopter kommt, es fliegt über das Haus rüber. Auf dem Hügel. Ja. 290 Grad ungefähr. Und der fliegt. Der fliegt, wenn wir Pech haben, direkt über Bonn rüber, oder? Ja. Macht eine Kurve. Aber gut, wenn wir da gut gedeckt sind, dann haben wir ja eine Chance, das zu schaffen. Wir müssen das dort auch erstmal inspizieren. Pass auf, unser nächstes Ziel. Seht ihr voraus den Hügel Richtung Süd? Ja. Ja. Und ja, sehen. Rechts davon auf der Hügelkante ist ein Felsblock. Ich möchte gern zu diesem Felsblock, ja. Dann haben wir eine leicht erhöhte Sichtposition, haben uns aber auch nicht völlig aufgedeckt. Also verstanden. Wir müssen aber aufpassen, der Helikopter er ist dreht gerade. Jetzt wieder zurück. Ja. Erlaubnis erteilt. Also ganz ehrlich, ich frage mich gerade, ob die wissen, dass wir hier sind. Ich glaub's nicht. Weiß ja nicht, aber wir warten jetzt trotzdem ab. Dexter ist als einziger Pilot unterwegs, ne? Also er hat keinen Gunner oder sowas. Oh, ich sehe eine Patrouille voraus. Auf dem Hügel. Das ist mal gar nicht gut. Spieler oder KI? Sieht aus wie KI. Komm mal kurz. Das ist uns jetzt erstmal egal. Ja. Ja, so wie die sich bewegen könnte, KI sein. Und der Blackhawk fliegt von rechts nach links über den Hügel gerade. Ja. Okay, wir rücken weiter. Jawohl. Jetzt sprinten über die Feuerfläche. Warte, Scheiße. Das war, glaube ich, das Auto, was da hinten war. Das kam aus der Richtung. Ja. Wir müssen uns beeilen, wenn wir Pech haben, wird der Helikopter zurückkommen, weil er gerade gerufen wird. Schwarz hier blau. Pause. Hol. Guck Richtung Osten wegen dem Heli. Westen. Schwarz hier blau. Na gut, gehen wir weiter. Warte. Ja. Östlich des Felds. Body.
Ja, bin noch da. Ich bin nur gerade zurückgeblieben, weil ich hier noch was gehört habe. Blau, verstanden. Hier, Blau, hören Sie. 72 ist heiß. Wechselkanal 15, komm. Aber was funken die denn? Kanal 15, verstanden. Welches? Warte mal kurz. 15 minus 17. Vorsicht, Kreuze. 90. Okay. Schwarz hier blau. So, Kanal 15 wurde gerade gemeldet, ne? Ja. Okay. Auf welchen? Offenbar 152? Ja, es ist Kanal 98. Okay, also effektiv Kanal 98. 98, so verstanden. Also blau für schwarz, komm. 89. Hier blau. 98. Ey, jetzt hat das direkte Konsequenz, Meeting in Bonn abgeblasen, kommen. Konsequenz von was? Wo jetzt? Der Frequenzänderung. Planänderung, Treffen in Bärenhöhle, komm. Ja, verstanden, kann bestätigen, Punkt Bonn heiß. Militärpatrouille sowie schwer durchdringlicher Zaun. Hier weiß, blau, kannst du mich hören? Hier blau. Hier weiß, wir wechseln Fahrzeug, wir treffen den Donkey Kong. Verstanden, treffen Donkey Kong. Weiß, hier blau, kommen. Weiß, hier blau, kommen. Weiß wird. Erstens, blau 2, Status unbekannt, von uns getrennt. Zweitens, befinden uns drei Mann abgesessen, vermutliche Ankunft, Donkey Kong zu Fuß, halbe Stunde, erbitten, Lufttransport durch Schwarz kommen. Ist genehmigt. Schwarz hier blau, möglich Lufttransport von 035949 kommen. Blau, das ist möglich, allerdings habe ich hier gerade einen Helikopter, den ich erst abwarten möchte, bis der durch ist. Ich bin aktuell stationär und fliege euch an, sobald ich Zeit habe. Ja, verstanden. Frage ETA. Kommt ganz drauf an, wie lang der Yankee hier rumfliegt. Blau, Blau 2, komm. Blau 1 hört. Warte, Blau 2, komm. Blau 2, kommen. Blau 2, kommen. Blau 2, kommen. Ich glaube, die sind wieder außer Reichweite. Ja. Was ist da hinten explodiert? Da fahren Fahrzeuge rum. Das ist doch ein SUV. Ach du Scheiße. Das ist ein PMC-Fahrzeug, was da brennt. Das gibt's doch nicht. Oh. Wo denn? Sie ist leider auch nicht. Ja, da die Rauchfahne. Was für eine Rauchfahne? Ach, du hast deine Sichtweite hochgestellt, ne? Richtung 315 Grad. Helikopter. Runter, Helikopter. Ja. Kann ich nicht erkennen, ob es friendly ist. Schwarz hier blau. Liegt von rechts, von links nach rechts auf 320 Grad hinterm Hügel jetzt, ne? Vermutlich ja, eigene SUV nördlich von India brennend kommen. Ja, ich habe Sichtkontakt, daneben ist grüner Rauch.
Positiv kann ich von mir aus bestätigen. Ich kann sie über Funk nicht erreichen, hab durchbrochen, zwischendurch was gehört. Mir nicht klar, ob Funkkanal 1 oder 343. Ja, Blau, da bewegt sich auch ein weiteres Fahrzeug in der Nähe. Die brauchen sofort den Mirwechsel, wie ich es jetzt gerade rausgehört habe. Okay, verstanden, man muss da dringend mal seine Sendeleistung hochstellen. 343. Okay, Blau 2, wir haben euch gehört und verstanden. Schwarz, das war Blau 2 auf dem 343-Kanal. Messenger ist möglich, vermutlich Kanalsprung nicht mitbekommen. Kannst du die mit E-Bag unterstützen? Die haben Verwundete, was ja, haben positiv kann gesagt. Ich, sobald du mir sagst, was da abgeht, da fährt irgendwie ein Fahrzeug rum. Achtung, der drüben Helikopter ist kommt direkt in unsere Richtung. Aufpassen. Wenn möglich, Absprache 343-12. Ja, dafür müsste ich dich da, aber der Yankee-Helikopter ist da auch schon dran. Meine Fresse, ist das geil. Ja, der Yankee-Heli macht Evakuierungsunterstützung. Weiß, das bist du? Ja, Weiß, das bin ich. Soll ich kurz funken, wo bist du denn? Dass die unterstützen? Ich bin in der Bärenhöhle. Ja, der ist in der Bärenhöhle. Okay. Ja, aber der ist jetzt wieder abgezogen. Verdammt. Blau für Schwarz. Blau 2, lebt ihr noch? Ihr Blau. Ich würde vorschlagen, sobald der US-Helikopter hier weg ist, hole ich euch raus. Ja, verstanden, werden am vereinbarten Treffpunkt sein. Primär aber Unterstützung von Blau 2. Da fliegt ein Helikopter rum, aber der tut dir doch nichts. Wir haben doch nichts getan, oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal dichter und gehe auf 343. Das ist super, weil wir sind auch einen Kilometer entfernt. Okay, wir bewegen uns jetzt hoch zu dem... Der Helikopter dreht wieder in unsere Richtung. Ja, sie ist... der fliegt, glaube ich, sogar in unsere Richtung. Wieso? Ja. Deckung? Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht weiter entscheidend. Wir brauchen den Punkt sowieso nicht mehr. Wir laufen jetzt mal ganz gemütlich rüber. Laufe, Weißkopf. Na los, komm, Rhino. Ich war, ja, nein. Negativ, wenn Barbie nicht dabei ist. Barbie ist sicher, ich war, ja, nein. Positiv. Blau 1 macht Absprache mit Schwarz, Evakuierung von Blau 2, Priorität wegen Verletzten. Weiß Info über Ken? Little Bird rechts von uns. Fliegt Richtung, fliegt nach links. Also ich weiß nicht, ob er Richtung des Unfalls fliegt. Das wäre ganz gut, wenn die da unterstützt werden. Oh, es könnte eine IED gewesen sein. Ja. Aber das ist direkt vor dem... Direkt vor dem US-Lager. Weiß hier Blau, wenn ihr Barbie ins Traumhaus gebracht habt, wo ist Ken? Informationen über Ken noch nicht erhalten. Das Traumhaus ist sowieso so eine Sache. Ich würde eher in die Milchbar fahren. Milchbar ist super. Bestell mir ein Moloko mit. Moloko für dich und was will der Rest von deiner Einheit? Wer kriegt Wasser? Ja, verstanden, Rest kriegt Wasser. Ich will Smoothie. Treffen in Milchbar in etwa 5 Minuten würden wir eintreffen. Wie sieht's bei dir aus? Aktuell nördlich von Bonn. Begutachten jetzt die Lage, wie Evakuierung von Blau 2 vonstatten geht. Da ist ein Helikopter gelandet. Ja, aber wir haben Kontakt mit dem RPC da und Daten bekommen. Isol auf 303, eine Person mit Antenne auf dem Hügel.
oder drei Personen auf dem Hügel. Eine mit Antenne. Wie viel Grad? 330 Grad, drei Personen. Air Force Flugsicherheit, hier Blackbird, komm. Das sieht mir aus wie... Ja, die Luftsicherheit hat. Marines, ja. Ich muss durch den Luftraum, habe einen schwer Verwundeten und will ihn zu unserer Basis fliegen, komm. Erlaubnis erteilt. Verstanden, bringe ich jetzt in Luftraum. Was machen wir? Wir warten... ja, bringen wir uns... Gehen wir mal hier in das Haus rein. Wir müssen uns nicht auf dem freien Feld sehen. Reno, bist drin? Ja, ich komme nur so durch. Hier durch? Ja, hier komme ich. Hier komme ich wieder nicht durch. Weiß hier blau 1 kommen. Vielleicht haben die ja sogar einen Raketenwerfer oder sowas dabei. Wenn wir befinden uns zwischen Magdeburg und Bonn. Haben Sichtverbindung zu Schwarz aufgebaut, Schwarz evakuiert, Verletzten, schlage vor, Blau 1 bleibt in Position für Abwartung, weitere Informationen und Aufträge gekommen. Blau 1, so verstanden. Okay, die drei Jungs, oder einer bewegt sich jetzt gerade nach rechts, ist jetzt hinter der Hügelkuppe, man sieht seine Antenne noch sehr schön. Da kommt er wieder. Ich glaube, das ist Berliner, oder? Schwarz, bist du über uns? Nee, Berliner ist der Zivilist, der in den roten T-Shirt. Aber ich kann von hier nicht erkennen, aber das sieht nicht so aus, als wenn das ein Zivilist da vorne ist. Wieso, du hast einen A-Call. Kannst du dann Zivilisten ausmachen? Nee, ne? Nein. Der hat aber auf jeden Fall eine Antenne drauf. Ja, wenn er Antenne hat, dann ist es ein Führer, ein Teamleiter wahrscheinlich. Und vielleicht sogar Psy. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass rechts... Dass das rechts von denen, dass da Blau für Weiß an den Hügel runter, dass da irgendeiner noch ist, weil sonst wäre er nicht dahin gegangen. Eben. Hier blau. Ja, da kommt. Weiß hier blau, höre. Hier weiß, ich schicke euch jetzt gleich den Heli zur Evakuierung von euch. Wir treffen uns in der Spielhalle zum Donkey Kong Spiel nahe der Milchbar. Negativ, schlage vor, dass Blau noch unerkannt nördlich von Bonn bleibt, zwecks Abwartung weitere Aufträge kommen. Ja, so verstanden. Wir haben nur ein Problem, ich habe keinen Kontakt mehr zum Erzähler und kriege somit keine Informationen über zweite Zielperson. Ich denke, da kann Schwarz helfen. 5 Sekunden. Ja, alles mach. Okay, Truppe bewegt sich weg von uns, ist jetzt hinter Hügel verschwunden. Ich glaube, wir sind noch unerkannt. Insofern sieht es gar nicht schlecht aus. Könnte eine gute Startposition sein. Was auch immer jetzt noch kommt. Wieso funkt der auf dem 343 an? Warum funkt der weiß an? Ich weiß es nicht. Frag mal bitte bei dem an. Chris, warum funkst du weiß an auf dem 343er? Redfire, warum funkst du weiß auf 343 an? Ah, ich glaube aus der Reichweite. Da unten bei der Basis, da sehe ich ein SUV, ein Little Bird, könnte noch ein ausgebranntes Wrack sein und ja, drei Personen. Links, da ist ein Humvee, vier Ruhe. Personen. Hier blau 1 hören. Hier blau 2, können Checkpoint India nicht passieren, darfst du tiefes Wasser ertrinken. Also verstanden. Frage, wie ist denn der allgemeine Stand bei Blau 2? Auto 2, Status Rot, ein Verwundeten, wurde von Schwarz rausgeflogen. Sag mal, frag mal warum. Das würde mich interessieren. Klar, könnt ihr die Gründe für verlorenes Fahrzeug nennen? Negativ vermuten, Motorbrand wegen Hitze. Ja, auch verstanden. Gut. Bewegt euch zurück, Spielhalle in Donkey Kong. Kommen. So, verstanden. Little Bird hebt ab.
in Donkey Kong Absprache mit Weiß. Wieder anwesend. Wo ist die Spielhalle? Ist mir auch nicht bekannt. In Donkey Kong Weiß anfragen. So, verstanden. Ich weiß, wo die hin müssen. Warum kapiert er das nicht? Blackbird für Narrator, kommen! Harvey, so, Fahrzeug auf der Straße, Fahrzeug auf der Straße, schwarzes. Bewegt sich auf 310 Grad. Ja, das ist Platz. Sag mal, habt ihr den Kanal geändert von Black Wolf? Ich erreiche überhaupt keine Sau auf 82. Wir haben keinen Nix. Ja, positiv, haben den Kanal geändert. Ich sag meinem Leader jetzt aber, er soll auf die 82 kommen. Nee, ich glaub nicht. Ich bedanke mich recht herzlich. Person wieder auf dem Hügel gesichtet. 330 Grad, der hintere Hügel diesmal. Er wird dich jetzt auf der 82 erreichen wollen. Der hintere Hügel. Ja, okay, schau mal. Nicht der vordere, wo die drei waren, sondern links davon. Das ist der zweite Hügel. Ich gehe derweil wieder in die Luft und guck bei Blau. Bradley, gell? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erkennen, ich zoome nur ran die ganze Zeit, ich habe kein Fernglas oder so. Blackbird deswegen. Meldet selbe Maschine, selbe Bewaffnung an, steht auf jeden für Fall Start im Einsatzgebiet kommen. Ja, könnte gut sein, ja. Amis oder? Ja. Okay. Achso, was ich dir noch sagen wollte, eine Patrouille links von dem Blackbird oder von dem SUV-Frack. Am Wasser, über das Army, 0 Grad mit Humvee. Schätze mal Tow-Humvee, aber kann ich von hier auch nicht erkennen. Ja, der. Ja, aber das könnte KI sein, weil die sich die ganze Zeit von rechts nach links bewegen und wieder zurück. Ja, ist auch KI. Okay. Verstanden, die Person dann ist jetzt bei dem anderen Hügel auf. Da, wo der. Das Fahrzeug steht, das sind jetzt, glaube ich, drei, oder? Für Blau 2, komm. Jedenfalls sehe ich da Pixel sich bewegen. Warum? Oh, die Person, warte, wie viel Grad waren das jetzt nochmal? Da wo der Bradley steht. Hm. Auf 330 Grad. Ich glaube, da sind drei. Blau, weiß, Köpfe. Blau 2 kommen. Das hier ist schwarz für Blau 2. Weiß wird vermutlich keinen Funkkontakt zu euch haben, da der gerade mit der Army-Funk kommt. So, verstanden. Check mal hinter uns, ob da irgendwas ist. Beide Blauteile für schwarz. Ich bin jetzt wieder in der Luft und für euch verfügbar. Scheint in Ordnung zu sein, alles. Blau 1. Ja, das ist die Patrouille, die Blau wir gesehen haben. Die bewegt sich gerade den Hügel hoch. Frag mich, wo die Amis hin sind, die nach rechts gelaufen sind und den Hügel verschwinden. Schwarz, Blau, Weiß, Blau 2 kommen. Hm. Schwarz. Wissen Sie was von einer Spielhalle bei Donkey Kong? negative Spielhalle ist mir auch nicht bekannt. Er hat alle verwirrt. Mein Move ist verwirrt. Ey, wir haben es doch gebrieft, mein Gott. Hier weiß, Spielhalle, Blau und Schwarz, Spielhalle. Gewisse Häuser, Grad, wo man Sachen unterbringen kann. Soll ich nochmal einmal in diese, oder hast du ein Visual auf den Little Bird? In welche Richtung ist der? Direkt auf 360 Grad und bewegt sich von links nach rechts. Ja. Erkannt. Relativ langsam. Boah, ey, ich wünschte, ich hätte ein Fernglas, ey. Das würde so einiges erleichtern hier. Das sieht man auch nicht. Scheiß Weihnachten hat mir alles das Geld rausgezogen, nur weil ich 5 Kinder habe, ey. Ich hoffe, wir kriegen einen Auftrag rein, wo wir mehr Kohle kriegen. Nur. Ja. Das kommt auch an, was wir hier draus machen. Ja, können wir nicht einen der 10 Personen als Geisel nehmen? Dann Lösegeld verlangen. Ich glaube, da kriegen wir sogar das Dreifache raus. Wäre ich mir ist nicht so sicher.